Ja. Auf dem Weg zum Lotsenhaus schaut sie zu Mev. Sollten wir auf die anderen warten? Nein. Okay. Ja, ihr könnt dann in das Lotsenhaus gehen. Die Angelegenheit duldet keinen Aufschub. Ihr könnt nicht warten. Stellt dann dem Gildenmeister dieses Schreiben des Eferdis Koi vor. Und der öffnet dann mit einem Schlüssel die Kellertür. Zumindest hat er das gerade vor. Und bemerkt dann, dass wohl der Keller, der seit ja, 50 Jahren zu ist und da keiner drin war, aufgebrochen ist. Die Tür hängt leicht in den Angeln. Er wollte gerade den Schlüssel reinstecken, als er es gesehen hat. Lang geht der Blick zu Oh. Mev. Was ist denn hier los? Er öffnet die Tür, könnt so ein, ja, ein ziemlich großes, unübersichtliches Gewölbe blicken, was sich dann über das gesamte Gebäude erstreckt und es ist komplett vollgestellt. Andere würden sagen, es ist Gerümpel, aber dadurch, dass es irgendwann mal Effort gespendet wurde, sind das alles Opfergaben und zwar uralt, vollgestaubt, die hier einfach verwahrt werden. Die Mischung ist ähnlich bunt wie die im neuen Tempel. Man könnte hier wohl jahrelang stöbern. Aber naja, wenn ihr euch hier so ein bisschen einen freigeräumten Pfad anguckt, hier ist wohl wirklich im Staub so eine kleine Spur, wo man dann was weggeräumt hat vor nicht allzu langer Zeit. Also vielleicht vor ein paar ja, Minuten, Stunden. Es liegt zumindest kein neuer Staub drauf. Könnt ihr erkennen, dass hier wohl an einer kleinen Nische. Naja, da liegt so eine Bahn aus zusammengeknülltem blauen Stoff. Ein kleiner Lesepult, da liegen rote und weiße Muscheln daneben, wie so ein Mosaik zum Bild eines Löwenkopfs zusammengefügt. Und daneben ein staubfreies Rechteck, was hier wohl darauf deutet, dass hier vor kurzer Zeit ein Buch gelegen hat. Daneben prangt ein blutiger Handabdruck, der nicht sonderlich alt aussieht und glänzt noch sehr frisch. Derweil, während ihr dort steht, im Effa-Tempel und im Keller, springen wir zu Korim und Elgor und Goljef. Elgor kommt natürlich mit. 167, Elgor kommt natürlich 168. aufgeplustert da rein. So, jetzt, wo ist mein Geweihter? Also unser Geweihter. Also der Geweihte. Ja, der sitzt hier in der Zelle. Wir haben ihn von der einen in die andere verfrachtet und naja, wir freuen uns, dass er uns nicht umgebracht hat oder die Gitterstäbe verbogen hat, aber es ist trotzdem illegal, Menschen zu töten. Ja, er hat die Taverne nicht abgefackelt. Ihr könnt ihn freilassen. Aber wir haben Zeugenaussagen, dass es gebrannt hat, kurz nachdem er reingekommen ist. Ja, natürlich, aber ich habe höchstpersönlich gesehen, wie es gebrannt hat, nachdem er rausgekommen ist. Also, nach wie er rausgekommen ist und danach alles erst gebrannt. Wer seid ihr denn überhaupt? Ich bin Elgor Johlen vom Roten Salamander Festum. Und das ist mein werter Kollege Adeptus Major von Pellanka. Kneift die Augen zusammen. Das sind Alchemisten, oder? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, die stellen auch Brandsätze her. Ich kann euch versichern, dass meine Zunft sich vollständig den Gesetzen des Landes konform verhält, wie Im ihr Namen von sicherlich Breios, ihr wisst. seid festgenommen. Im Ihr Namen könnt doch von. nicht einfach jeden hier festnehmen, wie es euch gefällt. Wir Ich haben lautet die Zeugen. Anklage. Brandsatz schmeißen, legen. Wir haben mehrere Zeugen, die gesehen haben, dass Brandsätze geworfen worden sind. Mehrere. Okay, Und ihr seid ein Alchemist. Ja, und? Er hat eine Robe an. Er ist ein grauer Magier. Ja, und? Ja, kann auch sein, dass er einen Feuerball geworfen hat oder sowas. Ich habe das schon mal gesehen. Der Wachmann überlegt gerade, ob er jetzt auch noch eine Anklage gegen Kolja verheben soll. Ja, Herr, wollen Sie Herr, eine Herr, Adept, Akademie anlegen? Herr Adeptus, ich würde gerne euren Alchemisten erst einmal wegsperren, um eine Untersuchung anzusetzen. Erlaubt ihr das? Mach Ich jetzt bin keinen noch nicht Scheiß. ganz sicher. Gibt es denn einen Richter, der sagt, dass es eine Anklage überhaupt erhoben wird? Wir müssen euch erst einmal festnehmen und danach, wir entschuldigen uns natürlich, wenn das nicht so sei und wir werden euch entschädigen, aber naja, hier laufen Verrückte umher, die mit Brandsätzen schmeißen und eine Tavernenwirtin umbringen und. Wir untersuchen gerade einen Mord im Rondra-Tempel. Die Sache ist Also sehr wir untersuchen gerade zeitkritisch. einen Mord an einem Rondra-Geweihten, aber ihr könnt uns gerne davon abhalten. Ihr müsst das dann nur
mit den Rondra-Geweihten klären am Ende. Was? Ein Mord an einem Rondra-Geweihten? Und ihr... Ich bring mal an, von Shosko weiß schon Bescheid, aber ihr denkt, ihr werdet ihr erklären, dass die Leute, die jetzt gerade die heißeste Spur haben, um diesen Mann festzunehmen, der die Leute ermordet hat, weggesperrt werden hier auf Verdacht. Das ist okay, erklärt ihr das. Du siehst, wie der Wachmann anfängt zu zittern. Verzeiht, mein Herr. Ich bin gerade bei ihr. Sie ist ziemlich ungehalten darüber, dass einer ihrer besten Freunde, ein Rondra-Geweihter und ein wirklich erfahrener Mann, niedergestreckt wurde. Ganz hinterhältig. Verzeiht, mein Herr. Wir haben davon gehört, aber naja, er zuckt mir den Schultern. Wir müssen ihn trotzdem verhaften. Er kommt aber natürlich frei, wenn er unschuldig sein soll. Ja, ich bin unschuldig. Dann lass mich jetzt hier raus. Nee, wir meinen den Herrn Alchemisten hier. Ja, den könnt ihr haben. Er verhaftet jetzt jeden Menschen, der möglicherweise einen Brandsatz bauen kann in dieser Stadt. Wow, der müsst ihr auch jeden zweiten Goblin verhaften. Leider müsst ihr auch jeden Magier verhaften, denn jeder Magier lernt Alchemie. Wie ich und wie jeder andere Nersander-Magier auch. Wollen wir jetzt losgehen, alle Magier verhaften? Ich bin gespannt. In der Tür steht eine Person mit, ja, es ist definitiv eine Wache, mit dicken, schweren Verbänden um, na, zumindest eine Gesichtshälfte. Es ist wohl dieser korrupte Stadtwächter. Nein, er hat den Brandsatz nicht geworfen, aber er hatte eine Armbrust und er hat damit in den Rücken eines anderen geschossen. Wenn ich wirklich jemandem in den Rücken damit geschossen hätte, wäre jemand aufgetaucht, der einen Pfeil im Rücken hätte. Hat einen Bolzen, Armbrüste verschießen, Bolzen. Bolzen, meine ich doch. Dann seid ihr nicht verhaftet wegen Brandsatz schmeißen, sondern wegen der, ich habe gesehen, wie dieser Mann da drüben mitten in der Taverne stand, als der Brandsatz losging. Wollt ihr ihn jetzt auch verhaften? Nein, das ist der gute Volodomir, den kennen wir schon seit langer Zeit. Ja, und ich kenne diesen Gewalten hier auch schon seit langer Zeit und weiß, dass er keine Tavernen anzündet. Und wo steht er jetzt? Bei Praios, guter Volodomir. War das ein offizieller Bürger der Stadt, der dort verletzt wurde? Ja, natürlich. Er hat also Bürgerrechte. Obwohl er sich in diesem guten Laden rumtreibt. Wo ist das Ganze nochmal passiert, sagtet ihr, wo ihr zufällig drin saßet, als wir schon reinkamen und Bier tranket? Im edlen Schiffer, das ist nicht verboten, da zu sitzen. Es sagt nur etwas über die Gesellschaft aus, in der man sich begibt. Wenn er Bürgerrechte hat, darf man ihn trotzdem nicht angreifen. Wo kommen wir denn dahin? Verzeiht, mein Herr Magier, wir werden jetzt euren Kameraden verhaften und dann wird sich das sicherlich alles klären. Ja, ich bin sicher, da wird sich vieles klären lassen. Soweit kommt's ja wohl noch. Nelgor, im Namen der Stadt Nersand, ihr seid angeklagt. Ergebt ihr euch? Hast du jemanden mit der Armbrust angeschossen, ja oder nein, oder erschossen? Keine Ahnung, ich bin nicht ganz sicher. Natürlich habe ich das getan. Es ist schließlich als freier Bürger dieses Landes mein Recht, mich zu verteidigen, wenn ich angegriffen werde. Siehst du, oder ihr müsst ihn wenn ich einen Angriff gegen die Gebote oder die Gewalten der Götter wahrnehme. Wurdet ihr denn angegriffen? Seine Gnaden hier wurde angegriffen. Und es ist schließlich meine Pflicht, als göttergläubiger Mensch ihn zu verteidigen. Außerdem, jeder, der mich angreift, greift quasi auch die Ordnung der Götter an. Ich meine, ich bin ein Geweihter des Gottes Chor. Wir werden einen Praios-Geweihten aus Festum bestellen und die Bürgermeisterin wird zusammen mit der Kronvögtin den Rest klären. Bis dahin ist mir doch der Arsch hier abgefroren. Wir geben euch einen Tee. Meine Zunft wird davon erfahren. Elgor, mein Tempel auch, nur interessiert es meinen Tempel nicht. Elgor, ich werde mich darum kümmern. Bleibt ganz ruhig, gebt ihm eure Waffen, widersetzt euch nicht und wir werden für alles eine Lösung finden. Vielleicht ist ja alles nur ein großes Missverständnis. Ich kümmere mich um dich, wenn ich hier wieder raus bin. Ja, ich kümmere mich ja jetzt um dich. Ich helfe dir. Er legt die Hand auf die Schulter. Ich kümmere mich darum. Hier, schade, nimm die pissige Armbrust mit. Geht sie nochmal los? Bevor die ihre Griffel da dran legen. Ich glaube nicht, dass ich diese Armbrust mitnehmen darf. Sie ist bestimmt ein Beweis mit. Du nimmst die jetzt mit. Nein, mein Herr, diese Armbrust bleibt hier. Damit wurde auf einen Menschen geschossen. Verzeiht, wir werden das alles klären und wir werden sie nach bestem Wissen und Gewissen behandeln und für sie sorgen. Wir werden sie bald wiedersehen. Geldbeutel kümmern, Elgor. Der was?
ob ich mich um deinen Geldbeutel kümmern soll. Nicht, dass der abhanden kommt. Der ist ja kein Beweismittel, aber nachher verlierst du sonst ihn. Ich krame verzweifelt nach irgendwas, aber ich hab nichts. 2 Minuten später sitzt Elgor in der Zelle neben Korim. Ja, der eine in der einen, der andere in der anderen. Ihr habt beide eure Zellenkumpane. Gari und Rosvo wurden ebenso in diese Zellen gesperrt, sodass ihr jetzt zu dritter hockt. Und Koljev kann, ja, Koljev, mit einem zerknirschten Gesicht... Kolem, du wolltest mich sprechen, was gibt es? Dass du dich ja wohl hier rausbewegst. Bewegt Elgor, immer einer nach dem anderen. Ich kann nicht machen Verteidiger für alles. Du holst uns jetzt hier raus. Und zwar Dali, wie immer. Alles klar, mach ich, wie immer. Bis später, macht's gut. Haltet durch und trink viel warmen Tee. Es gibt auch eine Magierakademie in dieser Stadt. Frag doch mal, was sie können. Vielleicht haben wir ja Glück und das sind Leute, die die Wahrheit zeigen. Okay, Frosty, wie entwaffnet bin ich? Ich glaube nicht, dass Magie hier erlaubt ist vor Gericht, aber wir sehen uns. Die wurde die Armbrust abgenommen und der Dolch und dann alle persönlichen Habe. Also, die wird jetzt kein Eisenkragen oder sowas umgedeckt. Aber ich habe meine Wässerchen nicht mehr. Nö, die werden ja abgenommen. Wolltest du dich jetzt hier raussprengen oder was? Ich wollte mich hier rausätzen, aber Vitriol, ja. Nee, also natürlich, sowas wie Säuren, du bist bekannter Alchemist, das hast du eben gesagt. Naja, das nimmt man dir natürlich ab. Wieder drüben im Lotsenhaus können die anderen beiden, also Mev und Wiglind, eine Sinnschärfeprobe machen. Ich find's gleich. Dann könnt ihr jemanden hören, der sich wohl ein paar Verschläge weiter versteckt hat. Er scharrt so ein bisschen über den Boden und ihr könnt auch sowas hören wie... In dem Keller da unten oder in dem außerhalb? Keller. In dem Keller. Genau, dann legt Wiglind mal einen Finger auf die Lippen, deutet halt eben Mev. Ich heb den Arm und wollte gerade dasselbe machen. Ja. Kurzer Blick darüber, kann man denjenigen irgendwie einkesseln, dass der nicht mehr kommt? Also so wie diese Flügel angeordnet sind, das sind auch es ist ein U. Also da sind dann in der Mitte ist irgendwie so ein Schrein oder in dem einen Fall war es ein Buchständer, so ein kleiner Altar. Überall ringsherum viele weitere Opferstöcke. Da kann er aus diesem U erstmal nicht raus. Es sei denn, er tritt jetzt wieder zurück in diese freigeräumte Bahn, die da wohl freigeräumt wurde. Aber ja, ihr habt ja von diesem Gildenvorsteher gehört, dass die Tür seit 50 Jahren nicht geöffnet worden ist. Ja, dann deute ich mal Mev irgendwie eher links rum, ich rechts rum oder umgedreht. Und dass wir den von zwei Seiten so ein bisschen näher kommen. Mev wieder den Bogen in die Hand und den Pfeil. Gut. Genau, und ich nehme die Skraja in die Hand. Ja, wen ihr dort erkennen könnt, irgendwo hinter dem Gerümpel wollte er sich wohl verstecken. Hat nicht ganz geklappt und ihr könnt ihn auch daran identifizieren, dass er weitere blutige Handabdrücke hinterlassen hat. Zumindest auf der einen Seite, das ist immer dann die rechte Hand. Da sitzt wohl jemand, glatzköpfig, groß, bärenstark, hinter eine ziemlich großen Muschel und versucht da Mäuschen zu spielen. Neben ihm liegt ein rotes Buch. Ja, wenn man den soweit erkennen kann, dann tritt Wiglind mal dem so gegenüber ins Sichtfeld, dass man sie auch sehen kann oder dass er sie sehen kann und dreht so ihre Skraja in der Hand. Ach schau an, was haben wir denn hier für komische Mäuschen? Na. Komm aus dein Häuschen, Mäuschen. Er zieht eine Axt, die blutverschmiert ist, und wenn er dann hinter der Muschel hervortritt, könnt ihr sehen, dass sein ganzer Körper blutig ist. Das würde ich lassen und zieh dafür. Ach, ihr schaut jetzt nicht so aus, als wenn ihr in irgendeiner kampffähigen Verfassung seid. Ich würde sagen, ihr lasst die Axt fallen und euch geschieht nichts weiter. Er grinst dich böse an. Das ist nicht mein Blut. Und dann stürmt er auf dich zu. Ich schieß. Okay.
Dann würfel einmal dann den Angriff. Und den Schaden. Denn beim Sturmangriff gibt er seine Parade oder das Ausweichen auf. Ausgezeichnet. Dann können wir das an der Stelle abkürzen. Du schießt Bosjev ins Bein und der Sturmangriff, den er jetzt gerade ansetzte, kann damit mit einer höchstwahrscheinlich erfolgreichen Parade, schauen wir mal nach, was Wiglund sagt, abgebrochen werden. Zu zweit mit dem Pfeil, der dann schnell gezogen wird von Mev und der dann parierenden Axt von Wiglund. Ausgezeichnet. Ja, du kannst ihn so ein bisschen im Schach halten, während Mev ihn, so wie er es immer tut, mit weiteren Pfeilen eindeckt, bis er dann erschöpft zu Boden geht. Ihr könnt ihn gefangen nehmen. Neben ihm, wie gesagt, das rote Buch der Theaterritter, verschlossen, versiegelt, was er wohl aus diesem Keller rausbringen wollte, wo ihr ihm allerdings dazwischen gekommen seid. Wenn ihr ihn der Stadtwache übergebt, könnt ihr auch herausfinden, dass Koljev euch entgegenkommt. Elgor und Korim wurden gefangen genommen und festgehalten, bis ein Praios-Geweihter aus Festum hier erscheint. Und die Verhandlung. Achso, ja, ich glaube, wir sind zum Ende hier fast, ne? Ja, genau. Also ich habe jetzt hier nicht weiter viel vor. Ich kann euch gleich noch erzählen, was laut Buch passieren sollte, könnte, hätte, aber an sich seid ihr an dieser Stelle fertig. Elgor und Korim wird der Prozess gemacht. Dabei wird vielleicht sogar Wiglund noch einmal überführt. Ja, das gucken wir. Was will denn Koljev erzählen? Koljev, du trittst auf alle Fälle auf die anderen beiden. Vorher noch. Ja, ich erzähle ihm beinahe, hier, Korim und Elgor sind verhaftet worden. Korim wird vorgeworfen, Feuer gemacht zu haben in der Taverne und Elgor wurde vorgeworfen, Feuer in der Taverne gemacht zu haben, das wurde aber zurückgezogen, dafür wurde ihm jetzt vorgeworfen, was er auch leider schon direkt gestanden hat vor Ort, dass er mit einem Ambrosbolzen auf einen Bürger der Stadt geschossen hat. Ja, wer macht denn Feuer in einer Taverne? Und vor allen Dingen, wer gibt denn zu, dass er mit Ambrosbolzen steht und wer hat das alles gesehen? Eine der Stadtwachen, die dort war. Sie ist, hat sich ein Bandage angelegt. Ich weiß nicht, wie schwer sie verletzt ist, aber zumindest sie sagt zumindest, sie hat Verletzung. Schwer zu sagen, ob. Die Leute, die dort in der Taverne waren, waren wohl zu Teilen Bürger und ich glaube, die Tavernenbesitzerin, die Frau, hat wohl, oder die Frau, die da im Tresen stand, ich weiß nicht, ob Tavernenbesitzerin ist, hat wohl einiges abbekommen. Ob sie überlebt hat, weiß ich nicht. Ich würde jetzt versuchen, meine Freunde zu entlasten, wir haben ja als wichtigsten Zeugen im Moment das Pack, was da rumrennt, und die Stadtwache. Die Stadtwache ist natürlich ganz hoch angesehen. Und mein Vorschlag wäre es, wir müssen es schaffen, die Stadtwache in entweder Misskredit zu ziehen, indem wir Informationen über sie ausgraben, oder sie davon abzuhalten, auszusagen, weil wir genug Mittel gegen sie in der Hand haben, um sie zu erpressen, um zu sagen, hey, du sagst besser nicht gegen unsere Freunde aus. Das heißt, du willst denjenigen bestechen? Nein. Für Bestechen ist zu spät. Nein, Druck ausüben. Ich würde vielleicht zum Ronrad-Tempel gehen. Was dieser Mann macht. Dieser Mann hockt in einer so schäbigen Kneipe, der Mann wird Dreck haben, der um ihn herum ist. Dreck am Stecken. Der war doch besoffen bis oben hin, bis über die Nasenspitze. Ja und? Das ist doch kein Grund, nicht etwas gesehen zu haben. Ja, der kann doch das gar nicht richtig einschätzen, was der gesehen hat oder nicht, wenn der besoffen ist. Vor Gericht ist doch Alkohol kein Grund, etwas nicht gesehen zu haben. Wo lebst du denn? Gute Frau. Also bei uns ist das, wenn man zu viel getrunken hat und dann sich in Widersprüche verstrickt und da auch andere Aussagen sind, dann wird ein Exempel statuiert, dass man irgendwie gegeneinander kämpft oder irgendwie sowas. Also ich meine, der kann doch jetzt nicht irgendwas sagen, was der sich einbildet, gesehen zu haben. Wie gesagt, auf jeden Fall, ich habe vor, wenn diese Wache aus irgendeinem Grunde vor Gericht nicht aussagt oder andere Dinge aussagt oder widersprüchliche Dinge aussagt oder lieber nicht aussagt, genau an diesem Punkt zu diesem Punkt will ich diese Wache hinbringen. Und zwar ohne sie zu töten, sondern einfach nur, indem man sie in Misskredit stürzt. Ihre Fähigkeit, ernst genommen zu werden, zu untergraben. Also das heißt, du willst jetzt irgendwelche Huren und Kurtisanen oder wie heißen diese komischen leichten Mädchen da
anschaffen, dass die irgendwie irgendeinen Quatsch über den erzählen? Wie willst du das machen? Das dauert wahrscheinlich zu lange. Nein, wir müssen, man muss durch die Stadt gehen, muss ein wenig Geld springen lassen, muss mit entsprechenden Leuten reden und muss dann eben versuchen herauszufinden, was diese Wache alles macht. Der Mann wird da bestimmt nicht rumsitzen, weil er so ein netter, freundlicher Kerl ist. Ja, aber wir können doch auch der Hondra-Tempel einfach dem jungen Mann hier übergeben und als Gegenleistung verlangen wir einfach Zuspruch durch die Rondra-Kirche. Das stimmt. Bei der Stadtwache genügen. Gute Idee, genau. Können wir nicht die Rondra-Kirche darüber stellen? Also ich meine, die haben bestimmt hier höhere Gewaltbefugnisse. Wie gesagt, ich bin auch dafür, dass wir wir müssen guten Leumund haben hier, denn wir sind keine Bürger dieser Stadt. Denkt immer daran. Bürger dieser Stadt werden vor Gericht ganz hoch angesehen. Wir nicht Bürger. Wir haben kaum etwas vor Gericht zu sagen. Aber natürlich, du hast recht, die Rondra-Geweihte, wenn sie für uns aussagt und sagt, hey, wir kamen zu ihr, wir haben ihr gesagt, was Probleme sind, dass wir ihre Mörder fangen, fassen, was du auch geschafft hast, gute, super gemacht, wie Glint und Mevlock, dann sind wir auf jeden Fall an dem Punkt, dass wir alle Leute, die wir gefangen genommen haben, lebend gefangen genommen haben oder nicht bekommen haben. Ich glaube, da fehlt noch eine Person. Wir können das ja so machen. Hier ist doch dieses Buch und ich glaube, das hat irgendwas mit diesen Theaterrittern zu tun und das wird dem Rondra-Tempel bestimmt auch sehr interessieren. Sicherlich, Koyev, gute Idee. Wir überbringen den Mörder ihrer Akademieleitung. Da haben wir schon mal einen Stein im Brett. Dann überbringen wir noch hier irgendwelche alten Artefakte, irgendwelche alte Aufzeichnungen und fordern dafür, dass die Gerichtsbarkeit von Elgor und Corim der Rondra-Kirche übergeben wird. Ich glaube nicht, dass Elgor von der Rondra-Kirche irgendwie gerichtet werden will. Die Rondra-Kirche kann ich richten. Oh, Koljev, können die nicht? Dass diese Leute ein gutes Wort einlegen, dass wir gute Leute sind, ja, das ist ich das, dachte... was ich meinte. Wir können natürlich versuchen zu erpressen, aber wenn das nicht losgeht, dann sind wir alle auf der Flucht. Also der Eva-Tempel und der Rondra-Tempel werden die Fürsprache für uns halten, das sollte doch genügen. Kann ich einfach die ganze Bude in die Luft jagen mit uns drin? Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht, du kommst ja deine Wässerchen. Suizid, Elgor.